Heute machen wir Gallium-Münzen, allerdings anders als erwartet. Ja, heute gibt es ausnahmsweise mal wieder ein Gallium-Video, denn das letzte kam sehr gut bei euch an. Erinnert ihr euch noch an mein Video, in dem ich Cent-Münzen Gold und Silber gefärbt habe? Eine dieser Münzen habe ich noch heute in meinem Geldbeutel. Damals haben wir das mit einer Natriumhydroxidlösung und Zinkpulver gemacht. Aber es gibt da auch noch das sogenannte Tauchverfahren. Hierbei wird ein zu beschichtender Gegenstand in ein Bad aus flüssigem Metall getunkt und dieses verbindet sich dann mit diesem. Ich frage mich, ob das auch mit Gallium funktioniert. Und vor allem, wie gut. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal aus. Hierfür brauchen wir aber erst einmal einen Galliumsee. Das erreichen wir ganz einfach, indem wir das Gallium durch die Wärme von heißem Wasser schmelzen lassen. Denn Gallium schmilzt ja immerhin schon bei 29,7 Grad Celsius. Und natürlich benötigen wir neben dem Gallium auch noch saubere Cent-Münzen, die wir beschichten können. Nein, die sind nicht sauber genug. Zuerst müssen wir sie noch von Metalloxiden und restlichen Fetten befreien. Immerhin wollen wir ja, dass eine reine Metallschicht mit dem flüssigen Metall in Kontakt kommt. Zum Wegätzen der Metalloxide benutzen wir eine Mischung aus Essig oder Essigessenz und Kochsalz. Beides Dinge, die man im Haushalt so findet. Beim Umgang mit Essigessenz sollte man allerdings zur Sicherheit aufgrund der hohen Säurekonzentration zur Vorbeugung von Unfällen eine Schutzbrille tragen. Und Schutzhandschuhe sollte man auch nicht vergessen. Diese sorgen später dann auch für ein besseres Ergebnis, da man die sauberen Münzen dann nicht mehr durch Hautkontakt verunreinigen kann. In der Essig-Kochsalzlösung baden wir nun die Münzen. Aber nur kurz. Und das reicht auch, wie man hier sieht. Diesen Trick kann man auch nutzen, wenn man einfach nur alte Cent-Münzen wieder glänzend machen will. Allerdings sollte man sie danach sofort in Wasser abwaschen. Denn wenn Essig an der Luft zu lange mit Kupfer in Kontakt bleibt, bildet sich sogenannter Grünspan. Und ihr wolltet die Münzen noch sauber machen. Deshalb gehen wir nun zu Schritt 2 über. Wir baden die Münzen in einem Ethanol-Wasserbad. Darin lösen sich nun restliche Fette auf der Oberfläche der Münzen und eventuell entstandene Kupfersalze. Nach dem Ethanolbad müssen die Münzen dann nur noch abgetupft werden. Und dann sind sie eigentlich schon bereit zum Beschichten. Wir geben die Münzen ins Galliumbad und es scheint nicht zu funktionieren. Shit. Könnte es sein, dass das Essigbad die Oxidschicht nicht ganz von den Münzen entfernt hat? Das glaube ich jetzt zwar eher nicht, aber das finden wir ganz einfach heraus, indem wir die Münzen mal mechanisch von der Oxidschicht befreien. Nachdem wir die Oxidschicht durch Schmirgeln entfernt haben, tauchen wir die Münzen nochmal im Ethanolbad, tupfen sie ab und geben sie ins... Was zum Teufel? Haben sich da gerade wirklich Galliumkristalle an meiner Münze gebildet? Das ist ja verdammt cool. Es lässt sich auch gut erklären, warum das gerade passiert ist. Gallium hat die Fähigkeit, unterkühlte Schmelzen zu bilden. Das heißt, es erstarrt nicht sofort, sobald es unter seinen Schmelzpunkt von 29,7 Grad Celsius fällt. In diesem Fall betrug die Temperatur der Galliumschmelze sogar unter 19 Grad Celsius. Die Oberfläche meiner Münze hat dann wahrscheinlich eine Kristallisation ausgelöst. Und Gallium bildet beim Erstarren nun mal solche schönen Kristallstrukturen. Ich wollte den Versuch nochmal wiederholen und theoretisch hat es auch funktioniert, aber ein so schönes Ergebnis wie beim ersten Mal habe ich nicht mehr hinbekommen. Und nein, leider hat sich das Gallium auch hier nicht mit dem Kupfer verbunden. Die Kristalle halten aufgrund ihrer Form mechanisch, ähnlich wie eine Klemmverbindung. Aber ich gebe noch nicht auf. Und nur mal so nebenbei, ich finde es lustig, dass nach der Gold- und der Silbermünze jetzt die Kristallmünze kommt. Pokémon-Referenz, check. Und ja, diese Kristallmünze wird ebenfalls an meine Spender auf Patreon verlost. Wenn du mich auch unterstützen willst, dann klicke den Link in der Infobubble an. Jeder kann spenden, wenn er PayPal besitzt und treibt somit diesen Kanal ordentlich an. Auch wenn es jetzt nur 1 Euro ist, was ja niemandem wehtut. Und solche coolen Dinge wie die Galliummünze sind dann mein Geschenk an euch neben teureren Experimenten. Denn ich will euch ja auch irgendwie direkt entgegenkommen. Das war zwar nicht das gewünschte Experiment, aber dennoch war es ein eigenes Video würdig. Und immerhin habe ich durch dieses zufällige Experiment mal endlich wieder etwas, das nur auf meinem Kanal zu finden ist. Auch wenn ich mit dem Ergebnis vom heutigen Experiment zufrieden war, will ich doch mal schauen, ob das Tauchbeschichten auch wirklich funktioniert. Ich vermute, dass zum Beispiel das Tauchverzinnen funktionieren wird. Wollt ihr ein Video sehen, in dem ich das versuche? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Gallium schreit übrigens auch, wenn man es biegt oder belastet. Genau wie Zinn und Indium. Wenn es dir gefallen hat, musst du dir noch unbedingt meine anderen Gallium-Videos anschauen. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und den Kanal kostenlos zu abonnieren, wenn du kein weiteres Experiment mehr verpassen willst.